Hallo, ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Akne und es werden Wirkstoffe alphabetisch vorgestellt und ich bin angekommen auf der Seite 22 bei Benzoylperoxid äußerlich. Benzoylperoxid in Klammern äußerlich. Benzoylperoxid trocknet fettige Haut aus und tötet Entzündungskeime ab, die am Entstehen von Pickeln beteiligt sind. Darüber hinaus weist es eine leichte Schälwirkung auf und reizt die Haut. Das Mittel ist mit Grün bewertet. 3 bis 5%ige Mittel, geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne. 10%ige Mittel, geeignet bei schwerer Akne. Anwendung nur nach ärztlicher Verordnung. Bei leichter bis mittelschwerer Akne genügen 3 bis 5%ige Präparate, deren therapeutische Wirksamkeit ist belegt. Die Arzneimittel sind zur Behandlung dieser Aknestadien geeignet. Die 10%igen Mittel sind vergleichsweise hochkonzentriert und sollten nur bei schwerer Akne eingesetzt werden und auch nur dann, wenn ein Hautarzt dies ausdrücklich befürwortet. Wichtig zu wissen: Weil es bei der Behandlung von Akne mit Benzoylperoxid in Einzelfällen schon zu schweren allergischen Hautreaktionen gekommen ist, wird empfohlen, Sie zunächst einige Tage nur an ein oder zwei kleineren Hautstellen auszuprobieren. Tragen Sie es zudem nicht auf offene Hautstellen auf. Wenn Ihre Haut das verträgt, können Sie die Präparate so lange anwenden, bis Sie kaum noch Pickel haben, auch jahrelang. Zu Beginn der Behandlung kann sich die Akne vorübergehend verschlimmern. Nach 1 bis 2 Wochen ist die Haut weniger fettig. Nach etwa 4 bis 6 Wochen sollten Sie die Zahl der Mitesser und Pusteln verringert haben. Meiden Sie während der Behandlung Sonnenbäder. Bei starker Sonnenstrahlung schützt Sie die Haut mit. Bei starker Sonnenstrahlung schützen Sie die Haut mit Sunblockern. Benzoylperoxid bleicht. Haut und Haare können vorübergehend heller werden. Aber auch bunte Wäsche und Kleidung verlieren an Farbe bei Kontakt mit den Salben und Cremes. Wenn Sie Benzoylperoxid mit anderen Wirkstoffen kombinieren wollen, etwa mit Tretinoin, sollten Sie diese in zeitlichem Abstand zueinander anwenden, etwa Benzoylperoxid morgens und Tretinoin abends. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Verzichten Sie im letzten Schwangerschaftsmonat auf die Anwendung von Benzoylperoxid. Auch während der Stillzeit sollten Sie das Medikament sicherheitshalber nicht anwenden. Es geht weiter mit der Kombination von Benzoylperoxid und Miconazol, Miconazol in Klammern äußerlich. Tschüss.